Mythos Wald. Zwischen den Zeilen. Der Wald war früher das, was heute der Weltraum für uns ist. Die unendlichen Weiten, bevölkert mit aberwitzigen Kreaturen, ohne Straßenlaternen, Handyempfang oder Google Maps-Eintrag. Heute ist er ein laues Naherholungsgebiet. In früheren Zeiten war der Wald ein finsterer, geheimnisvoller Ort, wo Hexen, Wölfe und Zwerge hausten. Kulisse für unzählige Mythen und Märchen. Das hatte auch seinen Grund, denn ein Märchen musste immer so leicht verständlich sein, dass auch die einfachen Leute aus dem Volk es kapierten. Daher spielten Märchen damals nicht auf Darth Vaders Todesstern, sondern an einem Ort, der jedem bekannt, aber auch nicht ganz geheuer war. Im Wald. Auch in der romantischen Lyrik hat sich so manch einer im Wald verirrt. Denn die Dichter formten Waldbilder, die nicht auf naturwissenschaftlichen Fakten bestehen, sondern ließen den Wald zur Metapher oder zum Motiv werden. In Liedern wie O Tannenbaum wird er leicht verständlich zum lyrischen Allgemeingut des ganzen Volkes. Ganz nebenbei geht es hier gar nicht um Weihnachten, sondern der immergrüne Tannenbaum dient als Symbol für treue, aufrichtige und immerwährende Liebe. Ach, wie schön. Doch auch den grünsten Tannenbaum kriegt der Mensch irgendwann klein. Heutzutage haben wir dem Wald seine Geheimnisse ausgetrieben, alle Elfen und Drachen verscheucht. Und das mit handelsüblichen Mitteln. Motorsäge, Traktor und schwäbischen Touri-Wandergruppen. Die Märchen existieren aber weiter. Fast jeder große Hollywood-Film ist nach märchenhaften Strukturen aufgebaut. Der Wald hingegen wird immer kleiner. Und wenn er denn zurückkehrt, der Urwald, die Wildnis, dann kommen die alten Urängste wieder hoch. Und wir erschießen Bruno den Problembär lieber, bevor er sich vermehrt und unseren kleinen Chihuahua beim Gassigehen reißen könnte. An unberührtem Wald haben wir in Deutschland nur noch ganz wenig. Von Urwald ganz zu schweigen. Urwaldähnliche Wäldchen minimaler Größe gibt es noch in Bayern, im Harz, in Thüringen oder Nordhessen. Allerdings machen sie zusammen nur eine Fläche von rund 32.000 Hektar aus. Fast so viel, wie allein in brasilianischen Indio-Reservaten pro Jahr abgeholzt wird. Hänsel und Gretel hätten wir also schon lange vertrieben. Denn die hätten ja gar nicht mehr viel Platz gehabt, um sich im Wald zu verlaufen.